Ach, hier geht's auch nach Fort Fun, ne? Da, wo wir hergekommen sind. So, jetzt geht's hier nach Bremke. Ne, wir fahren jetzt hier links nach Wormbach. Wir fahren jetzt wieder zurück zum Sorpesee. Das ist jetzt eine gute Stunde, 50 Minuten, 53 Kilometer. Das reicht dann auch. Dann haben wir jetzt 17 Uhr, dann haben wir 18 Uhr. Vom Sorpesee fahren wir auch noch ein kleines Stückchen. Sind wir so ungefähr 18:30 dann zu Hause. Und dann ist es auch dunkel. Das war doch dann auch eine schöne Tour heute, hat gereicht. Also mich hat sie befriedigt, oder? Ach wieso, hier ist doch schön. Hier wird es doch schön, guck mal. Bist du gerade am Fliegen oder was? Jo. Habe ich schon gerochen, nur. Mmh, lecker. Wo sind wir denn jetzt hier? In Ebbinghof. Ebbinghof. Ist nicht schlecht, die Straßen gehen auch eigentlich. Asphalt, ja. Boah, jetzt schön gegen die Sonne, ey. Noch 2 Kilometer geradeaus und dann links. Wir fahren jetzt hier links. Jupp. Ach guck mal, schöner Ausblick hier, wa? Oh Schatzi. Guck mal, eine Bank. Da, unterm Baum. Oh Schatzi, das schaffst du doch nicht, oder? Gut. Auch nicht. Und dann sind wir in Werntrop. Oh, 5 Kilometer nur geradeaus. Jo. Oh, erstmal eine Mofa gegrüßt. Ne? Und? Und ein Aprilia Tuono war das gerade. Jetzt weiter hier Richtung Kückelheim. Seine Kamera denn noch frei, ja, ne? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein LKW vor uns. Jetzt, wo es schön wird. Ah, pass auf, der fährt bestimmt gleich auch rechts die schöne Strecke, ey. Dann haben sie uns die schöne Strecke versaut.
Oder wenn es gleich abgeht rechts, dann müssen wir sofort überholen. Da kommt erstmal ein gerades Stück und du siehst noch keinen Verkehr da, ne? Boah, voll der Ast hier. Runtergeflogen. Ja, jetzt kommt Gegenverkehr. Jetzt kommt. Ja, da kommt aber Gegenverkehr. Ja, ich fahr vor. Mach ich. So, ein schwarzes Auto kommt noch, danach kommt nichts mehr. So, komm direkt hinterher. Alles frei hier, kommt nichts. Was los? Ja? Boah, was eine Aussicht hier, ey. Alles klar, kommst du? Das ist ja auch wieder Traumstrecke, ey. So, die ist heftig hier. Ah ja. Die auch. Die jetzt hier. Naja. Also ein bisschen kennst du die ja, glaube ich, schon mal, ne? So, da unten die Kurve geht auch richtig rum, ne? Ist schon fast einer meiner Lieblingskurven. Das ist schon eine meiner Lieblingskurven hier geworden.
wenigstens haben sie leuchtende Farben an. So, hier gleich links, hier vorne. Und da kommt die schöne geile Kurve. Nee, du fährst. Ja, so da oben bisschen aufpassen, da die Kurve. Die zieht sie richtig zu. Ja, hier auch Kurve, Achtung. Und Steine. Und schon wieder das Hinterrad versetzt. Das ist jetzt hier meine Lieblingsstrecke geworden, ne? Richtig geil. Ich habe mir Markus mal gezeigt. Wird er wahrscheinlich schon gesehen haben, die Fahrt und die Fahrten mittlerweile zum Ahrtalsee. Sind wir in Obersalwey, geht es weiter Richtung Niedersalwey. Leider alles nichts Neues für euch, meine Lieben. Also wer will, der kann natürlich hier schon wieder abschalten. Diese Strecke kennt ihr alle jetzt hier von den Ahrtal-Videos. Ja. Ja. So, sind wir hier wieder. Hier links geht es nach Faule Butter. Und wie gesagt, geradeaus nach Niedersalwey, Meinkenbracht, die Ecke. Wir steuern jetzt hier direkt auf den Sorpesee zu. Und ich würde jetzt auch sagen, ich werde jetzt hier das Video beenden. Ich werde das natürlich alles noch, ich werde die Kameras nicht abschalten, aber ich werde mich auf jeden Fall hier an dieser Stelle von euch allen verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bleibt sauber, bleibt heiter, bleibt gesund und vor allen Dingen oben. In diesem Sinne, haut rein. Bis denn. Tschüss. Was denn? Ja, kann ich machen. Aber... Gleich kommt Auto.
jetzt geht es hier durch deinen Lieblingswald. Oh, doch. Kommt keiner. Liegt irgendwas auf der Straße hier. Ach, ein Eichhörnchen. Oh Mensch, ey. Stell mal vor, sowas liegt in der nicht einsichtigen Kurve. Du kommst da rumgeballert, ne? Und dann rutscht du irgendwie weg mit dem Vorderrad oder so, ey. Da darf man gar nicht dran denken, was alles passieren kann beim Motorradfahren. Und Moped vorne. Was liegt da denn, ey? Pass auf! Das ist irgend so ein Stecker gewesen. Eine Schachtel? Sieht aus wie ein Stecker. Hier hatte auch irgendwie einer Spaß mit Farbe, ne? Ja, ich bin schon da. Noch mal ein Ründchen am Sorpesee vorbei. Nehmen wir die Kollegen hier vor dem Bildschirm auch noch mal ein Ründchen mit. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der nicht genug davon bekommen kann. Das kann sein. Schön. Fahren wir gleich richtig schön den Sonnenuntergang nach Hause. Ja, hätte ich auch. Komm, wir lassen ihn rüber. Das war kein Zebrastreifen, aber in meinen Augen, hier muss einer hin, definitiv, auf jeden Fall. Weil gerade hier Parkplatz und so, da ist reger Fußgängerverkehr. Ja. Ja, genau, gerade der Kinderspielplatz da. Da müssten sie auch normalerweise kurz auf 30 runtergehen. Ich verstehe das gar nicht. Bei manchen Sachen sind die immer so genau und übervorsichtig. Und hier zum Teil, ja, ist ja schon fast
Ja, hier müssen sie eigentlich auch 30 machen, ne? Hier über die Brücke 30. Schön. Und eine GS. Ach komm, lass die Hand am Lenker, ich hab's verstanden. So, jetzt aber Cut, Schluss aus, Ende. Ne, die Aussicht, die nehme ich noch mit hier. Tschüss.